überlieferten Worte des Zen-Meisters Rinzai Gigen. Rinzai Roku, Vorträge, Kapitelabsatz 3. Der Meister nahm den hohen Sitz in der Halle ein und sagte: Auf eurem Klumpen aus rotem Fleisch ist ein wahrer Mensch, der ständig durch eure Gesichter ein- und ausgeht. Diejenigen unter euch, die ihn noch nicht erkannt haben, sucht und findet ihn. Da kam ein Mönch nach vorne und fragte: Was hat es mit dem wahren Menschen ohne Rang auf sich? Der Meister kam von seinem Sitz herab, ergriff den Mönch und schrie: Los, sprich! Der Mönch stammelte irgendetwas, ihn wegschubsend, sagte der Meister: Der wahre Mensch ohne Rang, was für ein Scheißstock ist er doch! Dann ging er zurück in seine Gemächer. So, ihr könnt euch jetzt gerne bequem hinsetzen. Wie ich schon sagte, wollte ich bei diesem Tesho die unterschiedlichen Sichtweisen der beiden buddhistischen Richtungen, der Richtung der allmählichen Erleuchtung und der Richtung der plötzlichen Erleuchtung, etwas verdeutlichen und dazu das Rinzai Roku ranziehen. Das Rinzai Roku veranschaulicht am besten diese Sicht der vollkommenen, spontanen Erleuchtung, die Meister Rinzai sein Leben lang gelehrt hat. Dieser wahre Mensch ohne Rang, der ständig durch euer Gesicht ein- und ausgeht. Was ist nun dieser wahre Mensch ohne Rang? Es ist nicht der Mensch aus Fleisch und Blut, für den wir uns normalerweise halten. Er ist auch keine Form der Anhaftung, keine Sache der Anhaftung, wie er aus den fünf Skandhas hervorgeht. Er ist keine Sache des Körpers, er ist keine Sache des Gefühls, keine Sache der Wahrnehmung, keine Sache der Willensregungen und keine Sache des Bewusstseins. Also, was ist dann dieser wahre Mensch? Hören wir, was Meister Rinzai dazu zu sagen hat. Es gibt ringsum Lehrer, die das Falsche nicht vom Echten unterscheiden können. Wenn Schüler kommen und etwas über Bodhi, Nirvana, das Trikaya oder die objektiven Umgebung und das subjektive Verständnis wissen wollen, fangen die blinden alten Lehrer sofort mit dem Erklären an. Wenn sie von den Schülern beschimpft werden, packen sie ihre Stecken und schlagen sie. Und schreien dabei: Was für eine anmaßende Rede!
Offensichtlich habt ihr Lehrer selber keinen Durchblick. Deshalb habt ihr auch kein Recht, zornig auf sie zu werden. Und dann gibt es einen Haufen Glatzbirnen, die Gut und Böse nicht unterscheiden können und nach Osten zeigen und nach Westen zeigen. Freude haben an schönem Wetter, Freude haben an Regen, Freude an Laternen und an Säulen. Schaut sie euch an, wie viele Haare sind da noch in ihren Augenbrauen? Es gibt einen Grund für den Verlust von Augenbrauen. Da ihnen das Verständnis fehlt, werden die Schüler von ihnen betört. Solche Glatzbirnen wie diese sind alle wie wilde Fuchse und Naturkobolde. Gute Schüler kichern hihi und sagen blinde alte Glatzbirnen, täuschen und betören jeden unterm Himmel. Das ist die eigentliche Aussage des Zen-Buddhismus. Wenn wir irgendetwas gefragt werden, wenn wir irgendetwas erklären sollen, dann ist es nicht unsere Aufgabe, es zu erklären, sondern es ist unsere Aufgabe, direkt auf den Kern der Sache hinzuweisen. Das heißt, die Frage vom Schüler wegzunehmen. Erklärungen gibt es genug. Der Erklärungen ist kein Ende, aber die Wahrheit, die vor den Erklärungen, vor den Fragen, vor den Worten liegt. Um diese Wahrheit geht es, Meister Rinzai. Jünger des Weges, derjenige, der ein dem Heim Entsagender ist, muss, ja braucht es, den Weg zu erforschen. Nehmt mich zum Beispiel. In vergangenen Tagen habe ich mich für das Vinaya begeistert und mich auch in die Sutras und Shastras vertieft. Später, als ich erkannte, dass sie Arzneien zur Errettung waren und zur Schaustellung von Grundsätzen in Wort und Schrift, habe ich sie ein für allemal verworfen und mich auf der Suche nach dem Weg im Meditieren geübt. Noch später habe ich wunderbare Lehrer getroffen. Dann war ich in der Lage, als mein Dharma-Auge sich klärte, all die alten Lehrer unterm Himmel zu unterscheiden und die falschen und die echten zu benennen. Es ist nicht so, dass ich von dem Moment an, wo mich meine Mutter gebar, begriffen hätte, sondern dass ich mich erst nach erschöpfendem Forschen und aufreibender Disziplin ganz plötzlich selbst erkannte. Dieses Erkennen, diese Einfachheit von Meister Rinzai ist das Komplizierteste überhaupt. Meister Rinzai hat das Vinaya, das sind die Ordensregeln, studiert. Er hat alle Sutren und Shastren studiert, um dann darüber hinaus zu gelangen. Dann hat er Meditation geübt und dann ist er zu seinem Lehrer Huang Po gekommen, der ihn in die Wahrheit eingeführt hat. Die plötzliche Erleuchtung, das heißt die Erleuchtung im Hier und Jetzt, ist das endgültige Ziel unserer Übung. Alles andere sind nur Hilfsmittel, wenn auch notwendige Hilfsmittel.
Unter all den Schülern aus jeder Himmelsrichtung, die Jünger des Weges sind, sind bis jetzt noch keine vor mich hingetreten, die nicht von irgendetwas abhängig waren. Hier schlage ich sie von Anfang an. Wenn sie herkommen und ihre Hände benutzen, schlage ich sie auf die Hände. Und wenn sie herkommen und ihre Münder benutzen, schlage ich sie auf den Mund. Wenn sie herkommen und ihre Augen benutzen, schlage ich sie auf die Augen. Nicht einer ist bis jetzt in unabhängiger Freiheit gekommen. Alle versuchen, die wertlosen Erfindungen der Menschen von früher zu ergattern. Was mich betrifft, so habe ich keinen einzigen Dharma abzugeben. Alles, was ich tun kann, ist Krankheiten zu heilen und Bindungen zu lösen. Ihr Jünger des Weges aus jeder Himmelsrichtung versucht zu mir zu kommen, ohne von Dingen abhängig zu sein. Ich würde mit euch reden. Rinzai gibt keine Lehre mehr weiter. Rinzai lehrt nichts mehr. Er nimmt nur noch weg. Er schlägt seine Schüler auf jedem Gebiet, auf dem sie ihm entgegentreten. Der wahre Schüler des Weges hat mit Buddha nichts zu tun und nichts zu tun mit Bodhisattvas oder Arhats. Noch hat er irgendetwas zu tun mit dem, was in den drei Reichen für vortrefflich erachtet wird. Da er diese in einsamem Befreitsein durchlaufen und überwunden hat, ist er durch Dinge nicht gebunden. Und wenn Himmel und Erde auf den Kopf gestellt würden, hätte ich keinen Zweifel. Und wenn alle Buddhas der 10 Richtungen vor mir erscheinen würden, hätte ich keine Freude. Und wenn sich die 3 Höllen plötzlich vor meinen Füßen auftun würden, hätte ich keine Furcht. Weshalb ist das so? Weil so wie ich es sehe, alle Dharmas leere Formen sind. Wenn Transformation geschieht, existieren sie. Wenn Transformation nicht geschieht, sind sie nicht existent. Die 3 Reiche sind nur Verstand. Die 10.000 Dharmas sind nur Bewusstsein. Folglich illusorische Träume, Blumen in den Lüften, warum sich die Mühe machen, nach ihnen zu greifen. Nur du, der Junge des Weges, hier vor meinen Augen und meinen Ausführungen lauschend, nur du gehst ins Feuer und verbrennst nicht, gehst ins Wasser und ertrinkst nicht, gehst durch die 3 Höllen wie durch einen Vergnügungspark. Gehst durch die Reiche der hungrigen Geister und der Bestien, ohne ihr Schicksal zu erleiden. Wie kann das sein? Es gibt keinen Dharma, der zu missbilligen wäre. Wenn ihr das Heilige liebt und das Weltliche hasst, werdet ihr treiben und sinken im Meer von Geburt und Tod. Die Leidenschaften existieren bedingt durch die Gesinnung. Habe nicht Gesinnung, wie können sie euch da fesseln? Ohne Unterschiede machen zu müssen und ohne an Formen festzuhalten, werdet ihr den Weg ganz selbstverständlich in einem Augenblick erlangen. Aber wenn ihr versucht zu begreifen, indem ihr diese und jene Nebenstraße entlang eilt, werdet ihr nach 3 Asamkaya-Kalpas dennoch im Kreislauf von Geburt und Tod enden.
Da setzt euch doch besser entspannt und kreuzbeinig auf einen Meditationssitz in ein Kloster. Meister Rinzai sagt hier ganz deutlich, dass die drei Bereiche, das ist der Bereich der sinnlichen Begierde, das ist der Bereich der Form und das ist der Bereich der Formlosigkeit, an sich leer sind. Er existiert nur in unserem Geist. Und was gibt es da noch an Anhaftung? Was bist du da noch stolz auf deinen Geist? Jünger des Weges, wahre Lauterkeit ist äußerst schwer zu erlangen. Und der Buddha-Dharma ist tief und mysteriös. Und doch kann ein beträchtliches Maß an Verständnis erworben werden. Ich erkläre es erschöpfend den lieben langen Tag, aber ihr Schüler schenkt dem nicht die geringste Beachtung. Obwohl ich es 10.000 Mal sage, tretet ihr auf der Stelle und merkt nichts und befindet euch immer noch in völliger Dunkelheit. Sie ist ohne eine Spur von Form und doch klar und deutlich in ihrem einsamen Leuchten. Weil euer Glaube an euch selbst unzureichend ist, wendet ihr Schüler euch nach Worten und Sätzen und bastelt euch daraus eure Begriffe. Bis ihr ein halbes Jahrhundert erreicht habt, schleift ihr eure toten Körper weiter durch Sackgassen und rennt auf der Welt herum mit schweren Lasten an durchgebogenen Jochs. Der Tag wird kommen, an dem ihr für die Strohsandalen, die ihr abgetragen habt, bezahlen müsst. Das ist die wahre Natur eures erleuchteten Geistes. Er ist ohne eine Spur von Form und doch klar und deutlich in seinem einsamen Leuchten. Hi.